verdammt nochmal, wenn du jetzt schwach bist, guck in den Spiegel und sag, ich bin schwach. Gut. Und jetzt kommt das Zweite. Ich liebe dich trotzdem. Und drittens, und mit Mike lerne ich jetzt, dass ich genau das aus dem Weg räume, denn das darf dich nicht stoppen. Das darf ja nicht dauerhaft so bleiben. Mein lieber Freund, meine liebe Freundin, eine ganz wichtige Frage. Kannst du und liebst du es zu verkaufen? Es gibt nur zwei Möglichkeiten, was du jetzt sagst. Du sagst, nö, tue ich nicht. Dann ist das, was wir jetzt besprechen, mit das Wichtigste, was du jemals in deinem Leben wirst anschauen können. Zweite Möglichkeit ist, du sagst, ja, ich bin ein richtig cooler Verkäufer. Dann freu dich darauf, dass du jetzt, selbst du, noch etwas lernen kannst vom besten Verkaufsexperten in Europa, der mich einfach flasht und ich bin mir sicher, er wird auch dich flashen. Ganz kurze Einleitung, warum verkaufen? Als ich 13 war, lag mein Vater im Krankenhaus und er ist dann bald gestorben. Und ich habe geträumt, dass er sterben würde. Und ich bin ins Krankenhaus, er lag auf der Intensiv- und Isolierstation, und da kommst du einfach nicht rein. Und ich habe mit dem Arzt gesprochen, habe gesagt, ich habe geträumt, mein Papa stirbt, und er hat gesagt, keine Chance. Regeln sind Regeln, raus. Dann war da eine Krankenschwester, da habe ich gedacht, das muss ich jetzt anders machen. Ich war 13, ich hatte keine Kommunikationsskills, aber ich hatte ein Anliegen, ich hatte eine Leidenschaft. Ich wollte mich von meinem Vater verabschieden. Also habe ich mit der Schwester gesprochen, habe ihr gesagt, ich habe das geträumt und ich weiß einfach, dass es stimmt. Und ich habe es irgendwie ein bisschen anders gemacht und sie hat gesagt, es kann sein, dass ich meinen Job verliere, aber komm, ich bringe dich da rein. Dann habe ich mit meinem Vater eine Stunde reden können, ist aus dem Koma erwacht und danach ist er gestorben und das war für mich unfassbar wichtig. Was ich nicht wusste, ist, dass ich das verkauft habe, mit meinem Vater nochmal sprechen zu können. Was ich dir aber sagen möchte, ist, wie wichtig Verkaufen im Leben ist. Und ich freue mich einfach unfassbar, dass ich den Mann vorstellen kann, der für mich mit großem Abstand der erfolgreichste und beste, und ich werde dir auch genau erklären, warum, erfolgreichste und beste Verkaufsexperte in Europa ist. Danke, Bodo. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass wir zusammen sprechen können. Und dann will ich auch gar nicht mehr so viel sagen, sondern ich will dir die erste Frage stellen, Mike. Was ist deine Definition von Verkaufen? Meine hast du gehört, sie kann Leben komplett verändern. Sie kann dir die wichtigsten Momente des Lebens schenken. Was ist deine Definition? Drei Worte. Life is a sales talk. Du hast es eben so wunderbar auf den Punkt gebracht. Das ganze Leben ist eigentlich ein einziges Verkaufsgespräch. Ja. Entweder hätte die Krankenschwester dir verkauft, dass du hier nicht reinkommst, aber du hast ihr, weil du damals schon ein guter Verkäufer warst und das bist du heute immer noch, einer der Besten, die ich kenne, danke, weil alle erfolgreichen Menschen, egal in welchem Gebiet, sind auch immer erfolgreiche Verkäufer. Und jetzt musst du eins wissen, und das ist ja leider so, ist Verkaufen immer noch negativ besetzt. Es hat ein negatives Image, weil die Leute immer denken, ein Verkäufer ist jemanden, der einem was überholzt, was man gar nicht will und was man nicht braucht und der quatscht dich tot und wie ein Wadenbeißer. Ja. Das ist überhaupt nicht Verkaufen. Verkaufen heißt, Menschen mit Lösungen, Produkten und Dienstleistungen zu versorgen, die ihr Leben verbessern. Lass uns mal allgemein besprechen. Das ist ja eine Nische von Verkaufen. Ja. Da schulst du Verkäufer. Richtig. Aber es ist ja mehr. Ich behaupte ja, du hast gesagt, Leben ist Verkaufen. Wir können auch sagen, Leben ist Kommunikation. Kommunikation ist Verkaufen. Verkaufen ist Kommunikation. Es ist undenkbar, dass irgendjemand ein erfolgreiches Leben haben kann, ohne verkaufen zu können. Stimmst du dem zu? Geht nicht. Schau mal, eine Mutter muss ihrem Kind verkaufen, dass es gut ist, abends mindestens um 10 im Bett zu sein, morgens aufzustehen, die Hausaufgaben gemacht zu haben. Wenn du einen Partner suchst, sozusagen auf Sozialakquise bist, dann musst du dich verkaufen. Du musst jemandem anderen verkaufen, dass es gut ist, mit dir zusammen zu sein. Und du musst ihm dann noch verkaufen, dass es gut ist, mit dir zusammen zu bleiben. Ja. Alles im Leben ist Verkauf. Und ich habe das sehr früh
Ich habe das sehr früh, du merkst schon, ne, immer wenn ich über dieses Thema rede, gehen die Gäule so ein bisschen mit mir durch. Als allererstes, und merkt euch das bitte, verkaufst du immer dich selbst. Ich habe Menschen erlebt, die haben die besten Produkte gehabt, die besten Lösungen, aber sie konnten sich selbst nicht verkaufen. Und darum ist Verkaufstraining, denken die Leute immer, boah, das ist jetzt so knallhartes, Kunde sagt A, Verkäufer sagt B, ist es nicht. Nee. Verkaufstraining ist das beste Persönlichkeitsweiterentwicklungstraining überhaupt. Weil du hast es so schön auf den Punkt gebracht, es ist Kommunikation in Reinkultur. Es ist zielgerichtete Kommunikation. Mike, ich liebe, was du sagst. Eltern, die ihren Kindern sagen, geh ins Bett, und das Kind fragt, warum? Weil ich es dir sage. Ja, das ist nicht gut. Ist das Gegenteil vom Verkauf. Das ist das Gegenteil. Und das Kind wird dann rebellisch und dann soll es am Kind liegen. Nein, es liegt daran, dass wir nicht verkaufen können. Ich habe meinen Coach gefragt, als ich pleite war mit 26, was soll ich tun, damit ich jetzt gut verdiene und so weiter. Und er sagt, das Erste, was du lernen musst, ist verkaufen. Ich habe alles erwartet. Ich habe es überhaupt nicht mit Geld in Zusammenhang gebracht. Ich habe alles erwartet, aber nicht, dass er sagen würde, ich soll verkaufen. Er hatte recht. Ich habe in Österreich eine Geschichte gehört. Da ist jemand in den Bergen wandern gegangen, kam Wintereinbruch, das gibt es manchmal schon im Herbst. Ja. Und der war nicht richtig ausgerüstet, hat aber eine Scheune gefunden, ist in die Scheune geklettert, rein durch so ein Fenster, und ist in der Scheune erfroren, bitterlich erfroren. Die war voller Holz. Hätte der ein Feuerzeug gehabt, hätte er sich im Feuer machen können, hätte tagelang überlebt. Für mich ist Verkaufen das Feuerzeug. Alles, was du hast, ist das Holz. Aber wenn du es nicht anzünden kannst durch Verkaufen, ist es nur ein Zehntel von dem oder noch weniger. Faktor 10 kann man, glaube ich, sagen für Verkaufen, oder? Ich würde noch, mehr. Ich würd's noch mehr skalieren. Das stimmt. Weil in meinem Leben hat sich durch diese Fähigkeit, was ich anscheinend als Talent mitgebracht habe, mich selber zu verkaufen, aber als ich noch das System dann hatte, da hat es sich nach oben skaliert. Und du hast gerade eben wieder was, und darum schätze ich dich oder schätzen wir uns ja auch so sehr. Das ist nämlich das, was gute Verkäufer sind. Sie verpacken es immer in Bildern. Habt ihr es gemerkt, was Bodo eben gemacht hat? Wunderbar, grandios, müssen wir gleich aufschreiben. Mit dem Feuerzeug, krieg ich gleich wieder eine Gänsehaut. Ja, mit dem Feuerzeug und dem Holz. Stories erzählen mehr als 1000 Worte. Weil sie ganz tief in unser Unterbewusstsein gehen. Klasse. Es ist vielleicht der Moment gekommen, dass ich dir sage, warum ich Mike so schätze. Weil er verkaufen kann. Richtig verkaufen kann. Es gibt so viele da draußen, die erzählen irgendetwas, können es aber nicht selber. Mike kann verkaufen und er kann es dir erklären. Meisterhaft, so wie er das gerade mit dem Storytelling ganz kurz eingeworfen hat. Und drittens, er ist ein super Typ. Wenn du Mike auf deiner Seite hast, dann kann dir nichts passieren. Das sage ich mit tiefer Überzeugung und nach Jahren, die ich Mike kenne. Mike, was sind die Eigenschaften eines Spitzenverkäufers? Zwei Eigenschaften eines Spitzenverkäufers, die für mich herausstechen. Erstens, ein Spitzenverkäufer hat immer ein positives Mindset. Er ist in der Lage, positive Gedanken zu kreieren, und er ist stark, er hat ein starkes Selbstwertgefühl. Und was machst du, wenn du das nicht hast? Wenn du sagst, Bodo, ich bin aber gerade in einer Krise, ich habe dieses Selbstbewusstsein nicht, ich habe Zweifel, ich habe diese Gefühlsschwankungen, ich fühle mich mies, kann der dann nicht Verkäufer werden? Ich sage, mein Teil der Antwort, so war ich mit 26, ich habe buchstäblich mich gelähmt gefühlt, wenn ich einen Abschluss nicht zustande gebracht habe. Ja, natürlich. Und du hast eben gesagt, das ist das beste Persönlichkeitstraining. Ja. Dem stimme ich so zu. Dann sage ich dir, verdammt nochmal, wenn du jetzt schwach bist, guck in den Spiegel und sag, ich bin schwach. Gut. Und jetzt kommt das Zweite. Ich liebe dich trotzdem. Und drittens, und mit Mike lerne ich jetzt, dass ich genau das aus dem Weg räume, denn das darf dich nicht stoppen. Das darf ja nicht dauerhaft so bleiben. Und jetzt ist eine Sache total wichtig, Bodo. Das, was du eben gesagt hast, auch wenn man Angst hat, auch wenn man sich schwach fühlt, ein Stück zur Seite treten und sagen, hey, du darfst jetzt Angst haben, das ist okay. Ja. Aber ich liebe dich, ist eine der wichtigsten Dinge überhaupt. Ja. Und schau mal, aber ich hatte dich unterbrochen, das Zweite. Ja, ich mache mal einen kleinen Schlenker. Meine Positionierung im Markt seit 20 Jahren ist der Verkaufsmotivator. Das ist meine Positionierung. Warum? Meine Seminare, meine Trainings sind immer zweigeteilt. In knallharten
Verkaufsskills. Kunde sagt, es ist zu teuer, ich muss noch mal überlegen, ich muss noch mal meinem Partner. Bedarfsanalyse, jeder bekommt sein perfektes System. Was mir aber noch viel wichtiger ist, ich kann mit den Leuten 365 Tage im Jahr ein Verkaufstraining machen. Wenn es hier oben nicht stimmt, dann haben die keine Chance. Deine Einstellung, dein Mindset bestimmt deine Ausstrahlung. Und deine Ausstrahlung wird dir vom Kunden wiedergespiegelt. Und darum sind meine Seminare immer zweigeteilt. Ich will, dass die Leute ein neues Mindset, dass sie wieder den Mut, dass sie wieder den Glauben, dass sie wieder die Energie, dass sie die Begeisterung bekommen. Das ist ganz, und dann gepaart mit den Skills, das ist unschlagbar. Ja. Und das zweite, die zweite Eigenschaft ist, dass ein Spitzenverkäufer die Fähigkeit hat, der mentalen Visualisierung. Das heißt, wenn der zum Kunden fährt, nimmt er den Abschluss praktisch schon in Gedanken vorweg. Er sieht, wie der Kunde am Schluss des Gespräches unterschreibt. Ein Spitzenverkäufer, ich zum Beispiel, würde nie zum Kunden fahren, wenn ich nicht vorher genau weiß, der wird heute mein Kunde. Alleine diese Techniken der Visualisierung machen die Leute bärenstark. Da muss ich was erklären. Techniken, Mike sagt mehrmals Techniken, hat ein paar aufgezählt. Das klingt so, als würde man was auswendig lernen und Techniken abrufen. Aber weißt du, der Weg zur Meisterschaft ist immer über Techniken. Immer. Und wenn du sie kannst, vergisst du sie. Sie sind dann Teil von dir. Ja. Und das ist so etwas Wunderbares, wenn wir das erleben dürfen, dass es dann ganz tief aus uns herauskommt. Und du darfst dich freuen. Mike wird dir etwas erklären. Mike hatte eine Operation am Herzen. Und diese Techniken, von denen er spricht, haben ihm geholfen. Das sind dieselben Techniken, die wir trainieren im Verkauf. Weil wenn du dich fragst, wie kann ich eine OP am offenen Herzen trainieren, dass ich da quick lebendig in kürzester Zeit, Rekordzeit aus dem Krankenhaus wieder rauskomme, obwohl ich, ich will die OP gar nicht schildern, wie Mike mir das geschildert hat. Aber das wird Mike dir in einem kleinen Seminar genau erklären, wie du das trainieren kannst durch Verkauf. Aber ich bin jetzt etwas abgewichen, aber nee, ich bin zum Kern gekommen, genau wie du. Immer wieder zu zeigen, Verkaufen ist Leben, Leben ist Verkaufen. Und das ist, eine Sache ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich meine, das verbindet uns ja auch. Wir haben beide fast dasselbe Alter. Ja. Und das ist gelebtes Wissen. Ja. Und ich würde meinen Teilnehmern nie irgendwas mitgeben, dafür stehe ich, was ich nicht vorher selber gelebt habe. Was ich nicht selber, und ich bin durch viele Krisen gegangen, aber immer gestärkt daraus hervorgegangen. Ja. Und das ist das, was ich den Menschen mitgeben möchte. Weil jeder Spitzenverkäufer hat auch mal wieder ein Loch. Das ist so. Schreibe ich unheimlich viele Menschen auf Instagram, Mike, ich habe gerade ein Loch, ich habe gerade eine Krise. Erster Punkt, Freunde, Reset-Knopf. Reset-Knopf drücken, zurück zu den Basics, mach deine Autosuggestion, guck deine Skripte an und beschäftige dich wieder mit dem Fundament eines erfolgreichen Verkaufsgespräches. Aber das wirst du alles von mir bekommen. Was Mike gerade sagt, ist ganz wichtig. Du hast eine Krise, dann sagen wir dir, willkommen im Club. Ja. Du bist also ein Mensch. Ja. Aber dich aus der Krise heraus zu definieren und zu sagen, oh, dann kann ich aber kein toller Spitzenmanager, kein toller Verkäufer, kein toller Mensch sein, weil ich ja Krisen habe. Nein. Die Wahrheit ist, wie du mit den Krisen umgehst. Und du kannst es niemals besser lernen als durch die Verkaufsskills. Und ich sage es nochmal, und niemand kann sie dir besser beibringen als Mike. Mike, warum ist Verkaufen so wichtig? Lass uns noch mal ein paar Dinge aufzählen. Warum Verkaufen so wichtig ist, und das habe ich mal von dir. Du hast mal gesagt, wenn ich meinen Kindern, das ist ganz tief bei mir drin geblieben, nichts Materielles vererben würde, keine Angst, Kinder, das wird nicht passieren, drei Eigenschaften. Es ist einmal ein starkes Selbstwertgefühl. Ja. Zweitens, niemals aufzugeben, auch bei Krisen. Und drittens? Elementar wichtig. Und drittens, sich selbst und seine Lösung, sein System, seine Produkte verkaufen zu können. Weil wenn du das nicht kannst, dann wirst du in Schönheit sterben. Schau mal, es gibt ja auch unendlich viele Trainer da draußen. Unendlich viele. Ich glaube, es gibt in Deutschland 300.000. Und es kommen 30.000 neue dazu jedes Jahr. So. Und da gibt es, ja, und da sind bestimmt auch viele dabei, die gute Programme und die gut sind auf ihrem Gebiet. Aber die Menschheit da draußen wird es nie erfahren. Ja. Weil sie es nicht verkaufen können. Weil sie den Katalysator nicht haben, weil sie das Feuer nicht haben, um das Holz anzuzünden. Ja. Um ihre Fähigkeiten nicht scheinen zu lassen. Ja. Und das ist so unfassbar schade. Und trotzdem
hat ja Verkaufen nicht immer einen guten Ruf. Nee. Und da müssen wir uns klar machen, dass Verkaufen eben Kommunikation ist. Kaufen ist Leben. Verkaufen ist seine Leidenschaft zeigen. Was ist Verkaufen noch für dich? Ich habe eine Frage an euch da draußen. Wer glaubt denn, dass sein Produkt, seine Lösung, ganz egal, was du machst, wer glaubt denn, dass diese Lösung das Leben von Menschen verbessert? Und jetzt heb mal einfach den Arm, mach das mal. Und wenn du jetzt den Arm gehoben hast, frage ich dich, warum verkaufst du denn so wenig? Weil du immer noch ein negatives Mindset zum Thema Verkaufen hast. Und das werden wir verändern. Dass du mit Begeisterung und mit einem Standing, ja, hier bin ich und ich will, dass du es auch bekommst, weil es dein Leben verbessert. Schau mal, wenn ich meine Seminare verkaufe und die Leute haben danach 30, 40, 50 bis zu 100% höhere Abschlussquoten. War es jetzt verkehrt, dass ich mein Seminar verkauft habe? Nein, es war meine Pflicht. Das ist meine Einstellung. Ja, absolut. Weil mein Produkt, meine Lösung einen Wert hat. Kommt jemand in der Pause von einem Seminar zu mir und sagt, ich werde die Welt verbessern. Ich habe diese Idee, ich habe das alles, ich habe dieses Produkt, diesen Service. Ich werde die Welt schöner machen. Ich habe eine einzige Gegenfrage gestellt. Wie viele Posts hast du gestern rausgehauen in die Welt? Ja, keinen. Wie viele hast du letzte Woche rausgehauen? Ja, letzte Woche keinen. Warum hast du das nicht gemacht? Ich weiß nicht richtig wie. Also auch ein Post, ob geschrieben, ob als Video, ob egal was es ist, als Audio. Es ist immer Verkaufen, weil wenn du das nicht spannend machen kannst, wenn du deine Leidenschaft nicht so rüberbringen kannst, dass der andere sie spürt und sagt, ja Mensch, genau das will ich jetzt, will ich haben. Dann ist es nicht gut. Nee, genau. Und Verkaufen ist führen. Immer für die Menschen. Immer für, nee, das meine ich nicht. Oder was wolltest du da? Ich bin der Meinung, es ist immer für. Ja, für. Ich sag führen. Ja, ich sag aber ja, ist auch gut. Ich sag sagen wir nochmal, und Verkaufen ist führen. Ah, führen. Ja, Menschen, natürlich. Menschen ja, führen. Mein Coach hat gesagt, lerne erst verkaufen, dann kannst du Menschen auch führen und dann lernst du richtig zu führen. Weil du kannst sagen, mach das, weil ich dein Chef bin. Oh. Oder ich verkaufe es demjenigen, damit er es als seine, ihre Idee sieht. Ganz wichtig, es gibt nur einen einzigen Weg, einen Menschen dazu zu bringen, etwas zu tun. Er muss es selber wollen. Und in meinem System, was ich entwickelt habe in über 40 Jahren, erkennt der Kunde von selber, dass es Sinn macht, heute zu kaufen. Freunde, und es ist der Hammer. Es ist der Hammer. Und jetzt wirst du nicht mehr mit Druck verkaufen, hör jetzt bitte genau hin, sondern mit Sog. Dein Kunde kauft es dir ab. Du drehst den Prozess durch die Macht der Kommunikation um. Und das ist Magic. Da steckt so viel drin in dem, was er jetzt gerade sagt. Aber wenn du es schon so ein bisschen fühlst, dann verstehst du, warum ich mit Mike die Masterseller Akademie gegründet habe. Das heißt, unsere Firma mit Mike zusammen, damit jeder die Möglichkeit hat, kommunizieren zu lernen, führen zu lernen, indem er richtig verkaufen lernt. Mike, du wirst ein Seminar darüber machen, in dem Menschen eingeladen sind. Warum sollten Sie sich dieses Seminar unbedingt anschauen? Weil in diesen 90 Minuten Ihr komplettes Leben, und das sage ich jetzt, das sage ich so, weil ich das bei Tausenden von Menschen schon erlebt habe, weil diese 90 Minuten dein Leben verändern können. Weil du wirst ein anderes Mindset bekommen, du wirst Diamanten bekommen, wie du deinen Kunden zum Abschluss bringst. Du wirst deinen Kunden führen durch das Gespräch und am Schluss erkennt er, es macht Sinn heute zu. Ich könnte dir jetzt ja schon die Diamanten geben. Nein, das mache ich aber noch nicht. Sei dabei. 90 Minuten. Und stell dir mal vor, in diesen 90 Minuten sind nur 3 Diamanten. Es werden viel, viel mehr sein, was das für dich bedeutet. Die Frage ist, bist du bereit, diese 90 Minuten in deine Verkaufsskills zu investieren? Das ist die Entscheidung, die du jetzt wieder triffst. Aber ich sage dir eins, es wird umwerfend. Das ist mein Versprechen. Mein Tipp, gehe jetzt auf den Link und registriere dich so schnell wie möglich. Dieses Seminar musst du erleben. Und lass mich etwas sagen, was ich sehr selten sage. Aber ich glaube fest, ich bin fest davon überzeugt, es ist unsere Pflicht, verkaufen zu lernen. Es ist unsere Pflicht, wenn wir etwas in uns haben,
das die Welt schöner machen kann, dass wir es der Welt auch mitteilen. Und der Weg, das mitzuteilen, geht immer übers Verkaufen. Ich freue mich, wenn du diese 90 Minuten mit Mike machst, genauso wie ich mich freue jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Es ist einfach inspirierend. Er ist auf beiden Ebenen unterwegs, von denen er eben gesprochen hat. Auf der technischen Ebene, wir können immer etwas lernen, auf der mentalen Ebene. Und das zusammen macht ihn zum wirklichen Meister. Nutze das, was du von Mike bekommst. Registriere dich jetzt. Mike, ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ich freue mich auf all das, was du den Menschen geben wirst. Ich freue mich auf die Diamanten und auf das, was nicht klare Diamanten sind, weil es einfach das Mindset verändert. Denn man kann dir nicht zuhören, ohne anders zu denken, anders zu fühlen, anders zu sein. Ich beglückwünsche dich, wenn du dieses Seminar schaust.